Heute am Sonntag, den 6. Mai, befinden wir uns am Maschsee, um das Drachenbootrennen zu verfolgen. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Und hier sehen wir nun das Politikerboot mit den wichtigsten Berühmtheiten, die nun losfahren. Hallo Aida, erzähl doch mal ein bisschen, warum du hier bist. Ja, ich bin hier, weil wir alle in einem Boot sitzen. Wir haben eine Gesellschaft und die ist nun mal bunt und wir müssen das Beste daraus machen. Denn wenn wir nicht jetzt unsere Gesellschaft mitgestalten, dann wird diese Gesellschaft, so bunt sie auch ist, auseinanderdriften und dann gibt es auch keinen Halt mehr. Wir sitzen in einem Boot und wir halten diese Gesellschaft zusammen. Genau, das ist auch das aktuelle Motto von diesem Drachenbootrennen. Wir sitzen alle in einem Boot und es geht um Toleranz. Das ist Hannover und ja, Hannover ist nun mal bunt und das zeigt sich hier bei der Veranstaltung. Genau, also kommst du aus Hannover, wie ich richtig gehört habe, oder richtig. Wie ist das? Genau, ich bin gebürtige Hannoveranerin, habe türkische Wurzeln und liebe diese Stadt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und langsam bewegen sich alle Richtung Wasser zu dem Start. Und das aktuelle Motto dieses Tages heute ist ja, wir sitzen alle in einem Boot und es geht um Toleranz. Was sagen Sie dazu? Wie unterstützen Sie das? Ja, das ist ja ein ganz wichtiges Projekt, schon seit über 10 Jahren. Und das zeigt auch die Vielfalt unserer Gesellschaft hier, dass hier ganz viele Nationen leben und die Kinder sind unsere Zukunft. Was mir immer wieder auffällt, wie fröhlich hier alle Menschen sind, sprechen ganz unterschiedliche Sprachen, aber im Herzen haben sie alle dieselbe Einstellung. Und gerade in der heutigen Zeit so ein Signal zu setzen, das halte ich für ganz wichtig und deswegen unterstütze ich dieses Projekt auch. Okay. Und aus diesem Grund sind Sie jetzt heute hier bei dem Drachenbootrennen oder wollen Sie auch einfach nur zugucken und ein bisschen Spaß haben? Das ist heute nicht das erste Mal, es macht auch Spaß. Ne? Bei ja. So einem Wetter, alle Menschen sind happy und lächeln. Drachenboot macht auch immer wieder Spaß und wenn ich wieder draußen bin, nicht reingefallen bin, bin ich wirklich happy. In wenigen Minuten geht das Drachenbootrennen los. Ganz hinten sieht man einige Schüler aus der EGS Kronzberg und auch hier vorne sitzen einige drin. Wir sind sehr gespannt, wer dieses Rennen gewinnen wird. Wieso haben Sie sich dazu entschlossen, mitzufahren? Weil es eine ganz, ganz tolle Veranstaltung ist. Und unser Thema ist dasselbe wie hier. Menschen- und Völkerverständigung. Alle Nationen waren zu Gast in Hannover und fast alle Nationen sind hier mit dabei. Und es ist eine tolle Veranstaltung, die es hier schon seit immerhin 13 Jahren gibt. Großes Kompliment an die Veranstalter. Sehr gut. Und sind Sie schon aufgeregt oder glauben Sie, dass Sie heute gewinnen werden? Es geht hier nicht ums Gewinnen, hier geht es absolut ums Dabeisein und es ist ein Riesenspaß. Und dieses Thema sollte auch meiner Meinung nach sehr groß unterstützt werden und noch einen schönen Tag, viel Spaß. Dankeschön. Und nicht ins Wasser fallen. Nein. Und das ist ja eher so ein großes Thema des Drachenbootrennen. Aber aus welchem Grund sind Sie jetzt genau bei diesem Drachenbootrennen dabei und haben das wieder ins Leben gerufen, zusammen mit dem Motto, Toleranz ist wichtig? Man muss ja gegenüber allen Religionen und allen Nationalitäten, muss man ja Toleranz wahren. Und da kann man es hier im Drachenboot lernen. Genau. Wenn man mit 18 Personen in einem Boot sitzt und da sitzt der Jude neben dem Christen, neben dem Humanisten, Atheisten, und alle paddeln in einer Richtung. Und wenn nur einer gegen den Takt paddelt, dann kentert das Boot. Und wenn man dann nicht tolerant ist, dann weiß ich es auch nicht. Genau. Sind Sie selber schon einmal Drachenboot mitgefahren oder haben Sie das noch nie gemacht? Oh doch, natürlich. Ich fahre jede Woche oder jeden Monat bestimmt einmal Drachenboot. Und es macht mir immer sehr viel Spaß, an frischer Luft und auf dem Wasser zu sein. Das ist immer wieder eine Freude. Genau, und besonders das Reinfallen ist bestimmt super. Ja, das ist besonders schön hier am Maschsee, weil ja denn die Karpfen sich gleich freuen, wenn da mal einer mit reinfällt, aber das passiert sehr selten. Nun ist der Tag auch schon wieder für uns beendet. Wir haben sehr viel gearbeitet und auch sehr viele neue Leute kennengelernt. Es war ein schönes Erlebnis und auf Wiedersehen. Dankeschön. Hallo und herzlich willkommen. Wie Sie im Hintergrund schon sehen, wir erlaufen die Vorbereitungen für die offizielle Begrüßung auf Hochtouren und es werden Fotos gemacht. Willst du machen? Nee. Okay.
Wir haben auch gerade eben gelernt, dass Politiker aus China ganz vorne stehen müssen auf den Fotos. Sind ja der Bürgermeister von dem Bezirk Kirchrode, Wemerode und Wülferode. Ja. Warum genau sind Sie jetzt hier und beteiligen Sie sich an diesem Austausch? Ja, also wenn bei uns im Stadtbezirk die EGS ruft, bin ich natürlich als Bürgermeister sehr, sehr gerne hier. Aber nicht nur deswegen, weil es mir auch persönlich auch sehr wichtig ist, dieser Partneraustausch von jungen Leuten aus verschiedenen Ländern. Das ist gerade in der heutigen Zeit so unsagbar wichtig. Und wenn man das gerade sieht mit unserer Partnerstadt in Bristol, was dieser Brexit da auch für junge Leute anrichten kann. Also ich habe mit vielen jungen Leuten auch aus England gesprochen, die finden das alle nicht ganz gut. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass sich die jungen Leute, wenn sie sich kennen, wenn sie sich austauschen, wenn sie miteinander sprechen, es denn besser hinbekommen als wir Alten. Und deswegen sind solche Austausche ganz, ganz wichtig. Und auch der Austausch mit China ist auch für die Zukunft, für uns Deutschland und China, immens wichtig. Und deswegen bin ich gerne gekommen und finde diese Sache auch sehr, sehr gut. Okay, das hört sich doch schon mal sehr interessant an. Waren Sie selber auch schon mal in China oder England in den besagten Städten? Also in Bristol selber war ich noch nicht. Ich war in meiner Jugendzeit viel in London. Ich war schon lange nicht mehr da, muss ich unbedingt mal wieder machen. Eins gerade in China, das war mal ein großer Traum von mir. Und ich habe mir den auch schon verwirklicht. Ich war hier schon zweimal in China. Ich finde dieses Land nach wie vor richtig faszinierend. Es ändert sich dort unheimlich vieles in sehr, sehr kurzer Zeit. Nicht alles zum Vorteil, aber man muss auch sehen, dass in den Jahren, das erste Mal war ich in China, das ist mittlerweile schon 15 Jahre her. Und was sich jetzt schon wieder getan hat dort in China, ist auch für die normalen Leute geht es allen besser. Bei allen Schwierigkeiten, die wir von der Ferne aus sehen, was Demokratie anbelangt und Menschenrechte, das ist da wirklich noch ein bisschen im Argen. Aber man darf nicht vergessen, das ist ein riesengroßes Land mit einer speziellen Kultur, die nicht vergleichbar ist mit unserer Kultur. Und deswegen muss man behutsam damit vorgehen, dass es denn auch allen Menschen auch demokratischen Wege auch besser geht. Und dafür wiederum komme ich auf den Punkt des Partneraustausches von jungen Leuten. Ist es wichtig, dass die jungen Chinesen auch sehen, wie wir hier leben, was wir für Vorstellungen vom Leben haben und dass sie das dann auch mit ihnen in ihr Land mit einbringen können. Wie ist Ihre persönliche Meinung zu dem Städtepartnertausch? Also das finde ich sehr positiv, vor allem, dass man bei jungen Leuten anfängt und dass es nicht nur Ältere machen. Diese Hannover-Bristol-Gesellschaft, die besteht ja schon seit nach dem Kriege. Damals die Engländer, die ja auch Deutschland zum Teil besetzt haben, die haben eben gesagt, man muss eine Gesellschaft gründen, um eben, sage ich mal, diese Kriegsgeschehen vergessen zu machen. Und in dieser Bristol-Gesellschaft sind vorwiegend relativ alte Leute und deshalb finde ich es gut, dass jetzt eben von der Jugend her, also über Sport, über Schule, über Chor, zum Beispiel Mädchenchor Hannover ist auch hier eine bekannte Institution, war auch schon in Bristol, dass eben über die Jugend sozusagen der Kontakt wieder neu geknüpft wird. Und gerade in Zeiten von Brexit finde ich es wichtig, dass man sieht, es liegt nicht an der einzelnen Person, sondern dass man sich einfach auch austauscht in jeglicher Hinsicht.
Waren Sie denn schon mal in Bristol? Ja, natürlich, und zwar über die Hannover Bristol Gesellschaft. Die hat ja letztes Jahr hatte die ein 70-jähriges Bestehen, und in diesem Zusammenhang hat es sehr viele Extraaktivitäten gegeben, und es ist immer so, dass alle 2 Jahre sich die Leute besuchen. Also alle 2 Jahre fahren die Hannoveraner, also freiwillige Gruppe, nach Bristol, und in dem Zwischenjahr kommen immer Bristolaner hierher. Die übernachten viel im Hotel, aber es gibt auch sehr viele private Verbindungen, sodass man auch privat eben bei den Leuten aus der dortigen Hannover, also die heißt ja Bristol Hannover Council, da können wir dann auch übernachten. Es gibt immer ein nettes Programm. Ja, also ich bin bestimmt jetzt schon das 5. oder 6. Mal in Bristol gewesen. Und dieses Jahr fahre ich auch wieder hin. Was sind Ihre Ziele für die Zusammenarbeit zwischen Hannover und Bristol? Also da gibt es natürlich richtig Festlegungen. Die habe ich mit dem Marvin Rees, dem Mayor von Bristol, getroffen, dass wir den Austausch zwischen den beiden Städten fortsetzen. Wir haben aber auch noch eine Langzeitvision, dass Bristol uns unterstützt bei unserer Bewerbung um das Thema Kulturhauptstadt. Aber wir haben viele Themen, die mit Internationalisierung unserer beiden Städte zu tun haben und auch solche Fragen wie Mobilität, Elektromobilität in unseren beiden Städten. Wir wollen uns darüber austauschen. Und natürlich auch der Kulturaustausch ist sehr wichtig, und deswegen, wir werden diese Beziehung noch weiter intensivieren. Uns ist auch sehr daran gelegen, dass junge Menschen nach Bristol kommen und von Bristol junge Menschen nach Hannover, dass das auch durch die Generation der Jüngeren auch getragen wird. Warum unterstützen Sie die Städtepartnerschaft zwischen Bristol und Hannover? Na, wir haben ja einige sehr traditionelle Städtepartnerschaften, und Bristol ist die erste, die wir hatten. Die hat eine ganz lange Tradition, und immer wieder stellten sich die Herausforderungen auch neu dar. Und jetzt haben wir ein besonders großes Interesse vor dem Hintergrund des Brexit, auch dass wir die Beziehungen eher noch intensivieren, dass wir sagen, uns ist sehr wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger auch den Zusammenhalt zwischen Bristol und Hannover und Großbritannien und Deutschland eben auch an einem solchen konkreten, praktischen Projekt auch erfahren können. Großbritannien und Bristol ist immer eine Reise wert, und umgekehrt gilt das ja auch für Hannover. Und wir wollen, dass diese friedlichen Beziehungen durch Menschen direkt auch weiterleben können. Was erwarten Sie von dem Austausch? Na, der Austausch gerade der Jüngeren, der soll natürlich dazu dienen, dass Freundschaften geschlossen werden. Also der Austausch der Schülerinnen und Schüler hier aus Hannover und Bristol, der ist wirklich vorbildlich, dass daraus wirklich ganz enge Freundschaften werden. Und es geht ja auch leichter als früher. Heute gibt es das Internet, man kann sich viel schneller schreiben, man muss nicht Briefe schreiben, Brieffreundschaften bilden. Man kann auch mal Videos schicken, sich gegenseitig auch interessieren und auch Interesse wecken für die Themen, die man vor Ort hat. Und das wünsche ich mir, dass es ganz enge Beziehungen werden. Wie ist Ihre persönliche Meinung zu dem Austausch? Also ich schätze den sehr. Ich halte auch einen sehr engen Kontakt zu dem Bürgermeister Marvin Rees, aber auch zu vielen der Dezernenten. Und wir wollen auch die Beziehung zwischen unseren beiden Verwaltungen, den wollen wir auch intensivieren. Ich kann mir also gut vorstellen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns auch mal 3 Monate nach Bristol gehen oder Mitarbeiterinnen aus Bristol dann auch mal einige Monate hier arbeiten. Das führt zu viel engeren Beziehungen. Das wünschen wir uns. Vielen Dank für das Interview. Danke Ihnen. Thank you.
Ich habe dieses Projekt zusammen mit Frau Barnes angeschoben. Also Frau Barnes war mal an dieser Schule Assistant Teacher, daher kennen wir uns. Und sie hat gesagt, sie sucht eine Schule in Deutschland. Da habe ich gesagt, wir sind die Schule, die du suchst. Und so ist das dann entstanden, Zusammenarbeit mit der Stadt Hannover und dem 70-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft Hannover-Bristol. Und welche Rolle spielen Sie in dem Ganzen? Ich habe es organisiert und bin so ein bisschen Mädchen für alles, zusammen mit Frau Schlicht und mit Frau Zulo. Die haben die Schüler betreut in einer Form von AG und ich habe im Hintergrund sozusagen das Organisatorische mitorganisiert. Also Gelder besorgt, haben Programm gearbeitet und Kontakte genutzt, um das Programm auf die Beine zu stellen. Und würden Sie es weitermachen? Auf jeden Fall, weil ich denke, es ist eine wichtige und schöne Erfahrung für die Schüler, einmal nach England zu fahren, dort zu sehen, wie die Engländer leben, aber auch für die Engländer zu sehen, wie so eine deutsche Schule ist, die ja ganz anders ist als eine englische Schule. Ich weiß nicht, ob das erzählt worden ist. Die englischen Schulen sind sehr auf Sicherheit bedacht. Man muss da sich anmelden, man muss Ausweise tragen. Und die englischen Schüler haben gesagt, dass sie diese Freiheit, die wir an diesen Schulen hier haben, dass sie das erstmal völlig überfordert hat, dass man einfach in die Schule reingehen kann, ohne sich irgendwo anmelden zu müssen. Das fanden sie großartig. Und durch solche Sachen lebt natürlich so ein Austausch natürlich auch. Waren Sie denn schon in Bristol? Wir waren letztes Jahr im Dezember in Bristol, haben dort an dem Projekt gearbeitet in Someone Else's Shoes. Dazu gab es auch eine Performance. Und jetzt ist der Gegenbesuch hier und jetzt arbeiten wir an dem Brexit Brentrance Projekt. Welche Rolle spielen Sie in dem Projekt? In dem Projekt jetzt diesen ganzen Austausch, das machen ja unsere Kollegen mit ganz großem Engagement, haben das toll organisiert. Und ich habe jetzt halt so ein bisschen die Gäste begrüßt und durfte gestern auch eine kleine Ansprache halten, aber die Hauptarbeit haben die Kollegen geleistet und die Schüler und die Eltern. Und freuen Sie sich über dieses Projekt? Ich finde es toll, weil es einfach man eine andere Kultur kennenlernt, weil jetzt auch im Einzelnen hier tolle Aktionen gemeinsam gemacht werden, die sich bestimmt die Schüler und Lehrer und alle erinnern. Und das bringt vielleicht dann an mancher Stelle mal mehr, als jetzt eine bestimmte Gleichung lösen zu können, was man ja sonst so im Alltag lernt. Das ist auch wichtig, aber das ist toll, wenn es viele solche Projekte gibt. Ist das auch meine Überzeugung, dass so ein Austausch zwischen Menschen einfach wichtig ist, dass so diese, was wir auch bei uns an der Schule haben, so diese Vielfalt, jetzt auch nochmal auf einer anderen Ebene mit internationalen Gästen, gelebt und erlebt wird und dass wir jetzt heute noch so ein tolles Wetter haben, macht's perfekt quasi. Was macht ihr da gerade? Also was kannst du mir darüber erzählen? Wir haben Teller kaputt gemacht und dann haben wir unsere Fuß gezeichnet und dann machen wir die Tellerteile, also die Glasteile, in eine Form, auf unsere Fußform sozusagen. Ja, also bis jetzt habe ich nur das gemacht. Ein Projekt zum Thema Upcycling mit Porzellan und zwar ist es ganz interessant, dass die Schüler hier hinter uns zum Teil aus Bristol kommen und zum anderen Teil hier aus Hannover, hier aus dem Kronsberg. Und die hannoverschen Schüler waren jetzt gerade in Bristol, haben die besucht und jetzt sind eben die englischen Schüler hier. Und es soll eben dieses Projekt geben, so ein bisschen die Frage beantworten, wie ist so eine Partnerschaft zwischen Bristol und Hannover, was passiert da, wo geht's hin, jetzt gerade mit dem Brexit im Hintergrund. Und das versuchen wir jetzt künstlerisch am Boden darzustellen. Sie legen gerade auf Ihre Fußabdrücke Porzellanscheiben. Was hat das mit den Fußabdrücken auf sich? Soweit ich informiert bin, haben die Schüler in Bristol eine Art Theaterstück aufgeführt, eine Performancekunst, in dem sie Stiefel künstlerisch umgestaltet haben und damit dann irgendeine Theaterperformance aufgeführt haben und deshalb wollten wir das Thema Füße nochmal weiter, also Fußstapfen, Fußabdrücke, Spuren hinterlassen, hier mit aufnehmen. Sie sind sehr begeistert, ich glaube, das haben die in England nicht, deswegen machen wir das auch hier in Deutschland. Hello, you have you fun? Yeah.
you? Have you too fun? Yeah. And you? Yes, I said yes. Have you fun? Huh? Have you fun? Yeah. Are you having fun? You having fun? Yeah. Okay. And you? Me too. You too? And you having new fun? Yeah. Okay, fast alle sind begeistert. Sie war auch schon mal in Bristol zu Besuch. Und erzähl uns mal ein bisschen, Mira, wie ist es wieder, die Leute zu sehen? Also alle Leute sind eigentlich ganz nett da. Ich finde sogar netter als in Deutschland. Und das war richtig, also es hat mir richtig Spaß gemacht, da zu sein. Würdest du wieder nach Bristol wollen? Ja, gerne. How are you today? I'm good, thanks. Are you feeling well here? Yeah. Why? They're really accepting and they gave us a good welcoming. Do you have fun here? Yeah, lots of fun. Why? It's really entertaining and it's nice to see how the Germans do their school. Do you like German people? Yeah, they're really kind and accepting. Would you come back to Hanover, Germany? Definitely a faster chance, yeah. Why you want to go? Because it's not like Bristol or other places. It's really nice. Lots of greenery and stuff and really nice. Aus den Porzellanscheiben werden Fußabdrücke gemacht. Und die werden nachher direkt vor die IGS in den Boden installiert, sodass eine bleibende Erinnerung an den Austausch bleibt. Es war eine sehr erfolgreiche Woche mit den Leuten aus Bristol und es hat uns sehr großen Spaß gemacht und wir freuen uns auf den nächsten Besuch. Ciao!